und darf euch herzlich willkommen heißen hier in Liverpool im Goodison Park vom FC Everton. Die Premier League geht in die nächste Runde. Mittlerweile 5. Spieltag. Ja, wir haben den Aufsteiger zu Gast. Bolton Wanderers sind nach oben geklettert aus der Championship. Die haben es natürlich schwer hier. Wir haben eine super Möglichkeit bereits gehabt und hier ist die nächste. Nach Gewühl im Strafraum der Bolton Wanderers können leider unsere Männer das Ding nicht vorne unterbringen. Jetzt kommt der Gast zum ersten Mal nach vorne. Serhi Oliveira, zentraler Mittelfeldspieler aus fast 30 Metern, also der traut sich was. Aber Jan Sommer hat mit dem Aufsetzer keine Schwierigkeiten. Sehr schön. Adam Dent holt sich jetzt hier die Gelbe ab, nachdem er sich hier etwas zu lautstark beschwert hat, würde ich mal sagen. Kommt vom Schiedsrichter da die Karte. So, nächste Chance. Nach Eckball wieder ist Serhi Oliveira beteiligt. Aber Shawcross kann vor Dent klären. Nach diesem Eckball. So, die Möglichkeit wieder für die Hausherren, für uns. Und wir machen's. Super Geschichte. Nikica Jelavic mit dem 1:0. Und irgendwie funktioniert auch diese Torhymne nicht. Irgendwas ist hier im Argen. Ich habe die nämlich sogar jetzt mal gewechselt. Dieses Tor war unglaublich. Obiang läuft quer, schaut beim Pass demonstrativ wie Ronaldinho in Richtung Mittelkreis, lupft den Ball dann butterweich genau in den Lauf von Nikica Jelavic. Und der macht im Moment die Tore vorne. Der zeigt im Moment, warum er, der Stürmer, ist, auf den wir setzen. Jetzt kommt wieder Bolton. Und unfassbar. Da schießt du das 1:0. Ja, und dann lässt du dir dann sofort den Ausgleich reinwürgen. Das geht natürlich absolut nicht. Wir sind 50 Punkte stärker. Ja, der Ball kommt von Barnes. Das war eine Flanke nach innen. Adam Dent steigt höher und ja, verbuxiert das Ding dann an Jan Sommer vorbei. Ins Tor, das war der Ausgleich, halbe Stunde vorbei. Wir versuchen das Ding natürlich jetzt sofort wieder klar zu machen. Riesenchance. Meine Herren, die machen die Chancen hier nicht rein. Also zwei riesige schon. 56% Ballbesitz. Ja, Herrera musste eigentlich nur noch einen schieben, spielt dann nochmal ab auf Jelavic. Der steht im Abseits. Jetzt hat sich Seamus Coleman verletzt. Muskelfaserriss. Herrera mit einer 6. Das ist natürlich bezeichnend. Junge, Junge, Junge. Also Miralas haben wir ja Gott sei Dank noch für Coleman, der auf der Seite spielen kann. Den trainieren wir ja gerade um. So ein bisschen. Ist ja eigentlich unsere hängende Spitze rechts außen, was auch immer. Und ich denke mal, ein paar Spiele noch, dann dürftet ihr das auf die Reihe bekommen. Haben ihn natürlich auch in die Richtung jetzt trainiert, Trainingsziele gegeben. Ja, entscheidend wird jetzt sein. Passiert hier noch was vor der Halbzeit? Also gegen den 19. musst du normalerweise gewinnen. Schon wieder nicht. Aber zumindest erspielen wir uns auch hier die Chancen. Dropkick von Gylfi Sigurdsson aus 15 Metern. Aber Adam Bogdan ist da auf dem Posten. Nächste Chance. Die ist auch wieder nicht schlecht. Und die machen wir jetzt. Ja, natürlich auch hier wieder ohne Torhymne. Blöd ist das, aber da muss ich anscheinend wirklich nochmal genauer nachgucken. Wieder ist es Jelavic. Obiang mit dem Anspiel in die Spitze zu Herrera. Ja, der endlich mal von seiner 6 runterkommt. Der lässt ihn durch die Beine laufen. Jelavic bekommt ihn. Und mit seiner absoluten Kaltschnäuzigkeit an Boisson vorbei. Und trifft aus 7 Metern ins kurze Eck. Können wir die nochmal loben. Super gemacht. Haben sie sich verdient. Also nach dieser zwischenzeitlichen blöden Situation mit dem Ausgleich, der unnötig war. Ja, haben wir das gut gemacht. Ja, ich habe es gewusst. Jetzt bringen wir den Sieg nach Hause. Ich habe vorher im Spiel natürlich die Ansage gemacht, ich geht hier als Sieger vom Platz, natürlich gegen den Aufsteiger mit 50 Punkten, Stärkepunkten mehr, also das muss dann schon machbar sein, so Spielergespräche. Motivieren wir mal Jan Sommer, auch Heitinger, genauso wie Onoa, der hat es nicht so gut gemacht, ist ja in der Manndeckung unterwegs, so, und ihn müssen wir kritisieren, unseren Spielmacher. Ja, wir haben ihn wachgerüttelt scheinbar. Das werde ich mir jetzt genau angucken in der zweiten Halbzeit, was der raus machen wird. Also vorne die Stürmer, das sieht super aus. Also wir haben ja noch mit Ross Barkley einen da sitzen. Ja, der quasi Matchwinner war gegen Blackburn. Das dritte Tor geschossen. Und da kann sich der gute Spanier nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen. Wir lassen natürlich alle warm laufen, haben nur noch 2 Wechsel. Logischerweise wegen der Verletzung von Seamus Coleman. Und wir legen hier sofort nach. Klasse Geschichte. Gylfi Sigurdsson mal wieder. Mit einem Freistoß. Ja, das ist absolut sein
Hoheitsgebiet. Also Standards, da ist er sehr stark. Das hat er in Hoffenheim auch schon super gemacht. Liam Moore begeht in Verhängnis von Fehler, macht in der Mauer einen Schritt zur Seite. Ja, und der Scharfschütze, der Isländer Gylfi Sigurdsson, der lässt sich natürlich die Chance nicht entgehen und trifft hart und präzise da genau ins untere Toreck, wo Bogdan nicht mehr rankommt. So, gelbe Karte, Cameron Jerome. Der legt hier unseren Abwehrspieler John Aitinga. Jetzt holt sich Daniel Wass die gelbe Karte. Nach einem Handspiel. Ja. Nee. Wisst ihr was? Nee, doch nicht. Wir wollen ja ein bisschen Kontinuität hier reinbekommen. In die Mannschaft. Und da lassen wir uns von gelben Karten nicht aufhalten. Also der muss natürlich jetzt noch ungefähr, ich sag mal, ja, 35, 40 Minuten da mit der gelben spielen. Aber ich denke mal, das wird schon irgendwie funktionieren. So, Obiang ist heute mal gut. Also heute gefällt er mir. Nächste Chance, diesmal wieder Bolton. Nach etwas längerer Zeit nochmal. Serhi Oliveira, über den läuft da alles im zentralen Mittelfeld. Kagiran hat man noch nie gesehen. Im ganzen Spiel nicht, obwohl der hier nur unmittelbar schlechter von der Note, je nachdem, aussieht als sein Nebenspieler. Wieder Oliveira mit der Ecke. Aber Shawcross gegen Adam Dan, der Stürmer war unfair in der Situation. So, Sigurdsson. Da setzen wir mal Jelle Fossen jetzt rein. Nächste Chance, Liam Moore schon wieder, der eben das Tor verschuldet hat, als er aus der Mauer rausging. Geht da etwas plump in den Strafraum. Gegen Mirallas, bringt ihn zu Fall. Wir bekommen in dieser Saison noch keinen Elfmeter. Das ist natürlich England. Klar, da wird ein bisschen mehr durchgehen lassen. So, Jelle Fossen, der soll sich auf die hängende Spitze eintrainieren. Kommt für unseren, ja, Superstar momentan. Für Gylfi Sigurdsson, nächste Möglichkeit. Eckball, Mirallas. Jelle Fossen und Michael Turner steigen zum Kopfball hoch. Ja, mit dem besseren Ende für den Verteidiger von Bolton. So, ich gucke gerade, wen könnten wir denn hier noch einwechseln? So, bei der nächsten Chance, 20 Minuten vor Schluss, Mirallas schickt da Ritchie. Der gerät leider ins Stolpern und Michael Turner kann den Ball aufnehmen. Aber es geht weiter, es geht super weiter. Riesenchance. Glanztat von Adam Bogdan. Auch heute eine super Leistung von ihm. Note 2,5. Der hat ja verhindert hier die Entscheidung. 4:1, es wäre es gewesen. Herrera läuft quer. Ja, wieder wie Ronaldinho. Schaut da sonst irgendwo hin. Passt den Ball auf Fossen. Der verbuxiert den Ball an Bogdan vorbei. Scheinbar. Aber mit einem Weltklasse-Reflex. Ja, kann der Torwart von Bolton das Ding dann doch noch entschärfen. So, ich denke mal, Obiang, der kann heute mal rausgehen. Da kommt dann Barclay wieder rein. Ja, der ja eigentlich als Stammspieler eingeplant ist. Nur, das macht mir natürlich die ganze Sache ein bisschen schwerer, dass jetzt der Herrera da noch so gut spielt, weil Obiang normalerweise gesetzt ist im Mittelfeld, im Zentralen. Ja, und Barclay muss sich das Ding einfach verdienen. So, ich denke, wir können jetzt hier ein bisschen nochmal auf Konter spielen. Ja, sind hier aber ständig in der Offensive. Nedum Onoa, der hat anscheinend hinten jetzt nichts mehr zu tun, flankt von der rechten Seite auf Fossen. Ja, mit vollem Risiko, Volley nimmt er den Ball und schießt ihn leider dann in die Wolken. Oh, jetzt kommt Bolton. Eieieiei. Gott sei Dank nicht das Anschlusstor. Es ist Liam Moore, der Unglücksvogel. Startet hier durch. In der Mitte kommt dann Harry Barnes an den Ball. Im Dribbel dann noch ein Gegenspieler. Verfehlt das Tor aber nur knapp. Also Jan Sommer muss da nicht eingreifen. Jetzt kommt, ja, Dudley Junior Campbell für Adam Dent. Ja, ich sag mal so, nochmal Konzentration. Und wir haben es gesehen, wie schnell es gehen kann. Wenn das Ding drin ist von Bolton jetzt, dann steht es 3-2. Und dann gebe ich euch ein Brief und Siegel drauf, dass sie alles nach vorne schmeißen. Jetzt kommen wir nochmal. Es schaut nicht so schlecht aus. Nach einem Eckball. Zwar die zweite erst im Spiel von Mirallas. Ja, Adam Bogdan ein bisschen zögerlich. Aber kann sich den Ball dann doch noch irgendwie schnappen gegen Jelavic. Ja, zwei Tore hat er schon, wäre der Hattrick gewesen. Natürlich nicht lupenrein, klar, aber wäre doch ganz schön gewesen für ihn. Aber ich meine, 3:1, ich denke mal, das Ding, das müsste gelaufen sein hier in Nachspielzeit. 2 Minuten noch, erscheint viel, weil da ist auch nicht mehr viel passiert, war ja keine Verletzung drin. Ja, sehr schön, also es ist das kopierte Ergebnis, genau wie in Blackburn. Nur diesmal zu Hause gegen Bolton, Tabellen 19. Also ich würde sagen, wir beißen uns oben fest, das ist sehr schön zu sehen. Ja, und wir hören uns im Nachbericht gleich.
Jawohl, ja, schöner Sieg, zweiter in Folge. Also die Mannschaft kommt so langsam, glaube ich, in Form. Und wenn ich sage die Mannschaft, dann meine ich besonders den Isländer, Gylfi Sigurdsson. Hat heute einen Standard verwandelt, war wieder mal bester Spieler bei uns. Und alles läuft über ihn, also es scheint nicht so verkehrt zu sein mit dieser hängenden Spitze. Vorne Jelavic hat zwei Dinger eingenetzt, Note 2,5. Shawcross hat das Ding hinten zusammengehalten, Haitinga nur mit einer 4. Der scheint ein bisschen müde zu sein. Leider die Verletzung von Seamus Coleman. Ich bin mal gespannt, wie lange der ausfällt. Miralas hat seine Position übernommen, das hat er nicht so schlecht gemacht, Note 3. Jelle Fossen mit seinem ersten Einsatz auf HS für Sigurdsson dann später. Ja, Note 4, da konnte sich dann nicht mehr so richtig zeigen. Immerhin haben die Ansprachen alle funktioniert, das ist auch schon mal klasse. Wir sind als Sieger vom Platz gegangen. Und ja, die Statistiken können wir auch mal gucken natürlich, nochmal letztendlich. Wiederspieler des Spiels Gylfi Sigurdsson, zum zweiten Mal in Folge, 60% Ballbesitz. Stadion nicht ganz ausverkauft. Ich denke mal, das dauert einfach noch ein bisschen, bis die Fans das wirklich angenommen haben. Schüsse 7:2, Schüsse aufs Tor 5:1, also es ist schon natürlich blöd zu sehen, dass die das eine Ding, was sie aufs Tor schießen, dann auch letztendlich versemmeln. Ich meine nicht versemmeln, versenken, so ist richtig. Wir haben sehr viel versemmelt. Das war ja kurz nach der Führung. Dann haben wir kurz vor der Halbzeit das 2:1 gemacht und kurz nach der Halbzeit das 3:1 ist natürlich das psychologisch Beste, was du machen kannst, um den Gegner da ins Tal der Tränen zu stürzen. So, die Ergebnisse. Platz 4 ist es jetzt. Das heißt, Champions League-Qualifikation würde das bedeuten, einen Punkt hinter dem FC Chelsea, der jetzt Tabellenführer ist. Aston Villa verliert heute zum ersten Mal gegen die Jungs von Sunderland. Ja, Sunderland ist Tabellensiebter jetzt. Und Man City ist oben dabei. Man United, die verlieren heute. Ja, gegen Reading, das ist eine Überraschung. Zu Hause, 1:2. Tottenham, die vernichten, so man muss es wirklich so sagen, West Ham United mit 7:0. 4:0 zur Halbzeit bereits gestanden. Die fallen hier dicke runter von 8 auf 15. Die Hammers. Man City gegen Newcastle, das war ein wahnsinnig torreiches Spiel. 8 Tore insgesamt, 3:5. Und das waren sehr, sehr viele Tore am Spieltag insgesamt. Blackburn erholt sich ein bisschen, 2:0 nach der Niederlage gegen uns, gegen Stoke City. Arsenal wieder nur unentschieden gegen Liverpool, ja gut, das kann man vertreten. Also wir sind im Moment absolut die Nummer 1 in Liverpool mit 10:6 Punkten gegenüber dem FC Liverpool natürlich. So, wie immer, die Stimmen, gucken wir rein. Haitinga ist heute vorne weggegangen, war der überragende Leader der Mannschaft. Wegen solcher Vorstellung ist er unser Mannschaftskapitän. Wobei ich ja persönlich logischerweise Shawcross besser fand, also die Note war auch besser. Aber ich denke mal, es war allein schon nur die Anwesenheit von Haitinga. Auch wenn er dann mal nicht so gut spielt, aber die Führungsqualität ist ja trotzdem da. Also von daher ist schon klasse, dass wir ihn da in der Mannschaft haben. So, die Statistik. Leider schafft es hier, so wie ich das sehe, keiner rein. Ömer Toprak ist hier dabei, der ehemalige Akteur von Leverkusen. Stärke von 80. Schon nicht schlecht, der ist da vor ja, einem guten Dreivierteljahr hingewechselt. Für 5,75 Millionen ist, hat er das fast schon verdoppelt. Also nicht schlecht, was der da macht in England. Ja, Bale ist hier dabei von Tottenham. Ja klar, wenn man 7:0 gewinnt. Fellaini, ehemaliger Spieler von uns, hat 3 Tore gemacht. Ja, das wäre natürlich der perfekte Spieler, der absolut perfekte Spieler für die DM-Position. Es ist schade, dass wir den verkauft haben. Für 20 Mille natürlich. Das war schon ordentlich. Vor ein Dreiviertel Jahren, also das ist natürlich ein Traum, also das wäre wirklich ein Traum, den zurückzuholen. Also der hat es wirklich drauf, der Junge. So, Balotelli, Spieler des Tages. Bei der Teamleistung 3,36. Das war natürlich nicht so gut wie gegen Blackburn, aber das hat trotzdem zum Sieg gereicht, also natürlich war Bolton noch nicht der Maßstab, Aufsteiger, das kann ja nicht der Maßstab sein. So, beste Spieler. Da haben wir die beiden im Formationsflug, Jelavic und auch Sigurdsson ist mit 3 Toren. Papi Stemba, Sie sehen, der ehemalige Freiburger ist hier vorne mit 5, weil er heute allein schon 3 Tore schießt. Balotelli auch 4, heute 3 geschossen. Bester Spieler Mamadou Sakho, Innenverteidiger von Chelsea, das ist natürlich abartig. Ne? 4 Spiele gemacht, Durchschnittsnote 1,88. Ja, das sieht man natürlich auch schon, was der Wert ist. Also in England ist wirklich absolutes High Noon, was die Topspieler angeht. Das ist ja Wahnsinn. So, Fairplay. Können wir auch nochmal gucken. Da haben wir jetzt heute eine Karte bekommen. Stehen natürlich immer noch oben mit Chelsea zusammen.
Es ist auch schön zu sehen, dass wir trotz der guten Tabellenposition nicht unfair spielen. Also es ist irgendwie mit härteren Mitteln erkämpfen. Also das läuft alles spielerisch. Das ist sehr schön. So, da haben wir eine Woche fällt Coleman aus. Das wollte ich nämlich unbedingt wissen. Das kann man verschmerzen. Das klang irgendwie so ein bisschen nach mehr. Da wird er natürlich fehlen im Capital One Cup Spiel gegen Southampton, aber ich denke mal, Liga klappt auch nicht ganz. Vielleicht, wenn wir Glück haben. Mal gucken. So. Hier haben wir wieder die Zeitung. Mal gucken, was hier noch so Interessantes steht. Ja, Southampton hat anscheinend sehr gut gespielt. Wir gucken mal. Championship. Wo sind sie? Auf Platz 9 der Absteiger. Haben 3:1 gegen Birmingham City gewonnen. Sind mit einer Stärke von 792 der Zweiter in der Liga. In der zweiten englischen Liga, in der Championship. Stehen im Moment auf Platz 9 in der Tabelle. Das geht immer so hoch und runter bei denen. So, ich denke mal, das geht noch ein bisschen nach oben. Ja, von 15 auf 17. Es läuft langsam. Wir haben ja, wie gesagt, die Vorgabe obere Tabellenhälfte. Das sieht natürlich jetzt schon wieder sehr, sehr gut aus. Lewis Wirtz akzeptiert Angebot, habe ich gerade unten gesehen. So, und hier sehen wir schon den großen Unterschied. Wo wahrscheinlich die Punkte verloren gegangen sind von Everton letzte Saison, dass sie nur Zehnter wurden. Nach 5 Spieltagen nur 3 Punkte. Einmal gewonnen, 4-mal verloren. Auf Platz 18. Und jetzt stehen wir mit 5 Spielen viel besser da. 3 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage, 10 Punkte. Das ist schon ein Unterschied. Letztes Jahr war auch Tottenham ganz oben. Und das hat sich alles so ein bisschen verschoben. Auch Arsenal letztes Jahr oben dabei. Wo sind die jetzt? Wir haben ja gesehen, Platz 16. So, da haben wir ein paar News natürlich. So, was ist hier mit Hibbert? Position linker Mittelfeldspieler, könnte er spielen. Wie sieht's denn da aus? Ja, Fähigkeiten 72, das ist alles relativ gleich, aber das seht ihr schon, eingespielt hat 85%. Ja, und jetzt versuch du mal einem 35-Jährigen zu erklären, dass er jetzt in seinem Alter sich da noch 15% Punkte auf linkes Mittelfeld einspielen soll. Also das kann sich der liebe Herr Co-Trainer auch in die Haare schmieren. So, eine Woche Coleman. So, ja genau, 10 Tage sind es, also nicht nur eine Woche, das stand wahrscheinlich nur so grob da drin. Reserve verliert leider gegen die Bolton Wanderers die Reserve. Das ist klar, wenn du mit 9 Mann zu Ende spielst, schon nach 21 Minuten haben wir den ersten verloren. Und dann noch den zweiten nach knapp 70. Dann ist es eigentlich sogar gut noch, wenn du das Ding nur 1-0 verlierst. Das war natürlich kompletter Quatsch hier. 8:4 Chancen, klar war der Ballbesitz am Ende wahrscheinlich auch wegen den 2 Mann mehr am Platz für Bolton ausgeschlagen. Aber das müssen die lernen. Also die dürfen da nicht so ruppig da reingehen. Bester Spieler James Gale, der Rechtsverteidiger. So, riskante Ansprache funktioniert. Lewis Wirtz akzeptiert. 66er Stärke mit 17. 4 volle Talentsterne. Das ist super, dass wir den bekommen haben. Wechsel am 01.01.2017 zum FC Everton. Das ist klasse. Das ist dann der zweite Junior. Also eigentlich schon der dritte nach Kleine Bram und Wangelik, den wir bekommen. So, Sponsor bezahlt Siegprämie. Wen ich mir angucken sollte, war Lukaku. Mal gucken, wo der ist. Gibt's ja 2 von. Genau. Er ist bei Chelsea, 23 mittlerweile, und Shorten Lukaku ist bei den Doncaster Rovers, also da, wo auch unser ausgeliehener Grieche ist. Ja. Die haben den natürlich jetzt ein bisschen runtergewirtschaftet. Der ist vom Selbstvertrauen auf minus 2. Erfahrung ist schon nicht schlecht für einen 23-Jährigen. Torricher ist klasse, Ballkontrolle, Kopfballpräzision. Nicht so wahnsinnig konstant. Gutes Stellungsspiel, gutes taktisches Verständnis. Nicht so wahnsinnig schnell, aber der ist auch sehr groß mit 1,90, 94 Kilo. Das braucht natürlich ein bisschen, bis der da seine Masse in Bewegung gesetzt hat. Beweglichkeit ist auch nicht so gut. Ist natürlich gelassen, professionell, Sprachgenie und fair. Also das ist schon ein klasse Spieler. Linker Fuß ist der beste bei ihm. Der hätte auch genau die beiden Positionen, ja, wie wir uns das vorstellen, die wir also quasi am Platz auch stehen haben. Nehmen wir ins Blickfeld mal auf. Und der ist fertig gescoutet. Ich kann mal gucken, können wir da irgendwas machen, so mit Auftrag Berater. Mal gucken, Leihangebot. Das würde sogar gehen. Leihdauer bis 4 was? Ach, das ist wieder diese komische englische Regelung. Die haben ja teilweise sehr, sehr kurze Leihzeiten. Beginn der Leihe, 01.01.2017. Kaufoptionen würde ich gerne reinnehmen, darf ich aber nicht. Also 1,4 Millionen verdient der. Ja, 12 Wochen, das würde heißen, es sind 3 Monate.
Ja, wenn, dann müssen wir das schon so machen. Leihgebühr gibt's nicht. Wahrscheinlich ist es so, wenn du die irgendwie nach der ersten Transferphase ausleihen willst, dass du dann nur diese höchstens 12 Wochen machen kannst. Könnte ich mir vorstellen. Gehaltsübernahme machen wir natürlich voll. Darf gegen Chelsea spielen, erste Mannschaft. Naja. Warum das natürlich jetzt nicht funktioniert hat, weiß ich nicht. Ich guck nochmal ganz genau rein. Vielleicht wollten die den nicht für 12 Wochen abgeben. Naja gut, wir können es höchstens mal versuchen mit 8 Wochen. Ob das geht, oder ich mache 12 und mache dann hier gegen Chelsea 9. Wenn es da nicht geht, dann müssen wir es lassen. Nee, irgendwie haben die keinen Bock darauf, glaube ich, den auszuleihen. Aber er ist im Blickfeld. Wir können ja mal gucken, vielleicht dann für den Sommer, ob wir uns den dann ranholen. So, es gab Beschwerden wegen der geringen Anzahl an Toiletten. Gut besucht. Wie viele waren drin gewesen? Ich glaube, das müssen wir mal allgemein ein bisschen hochsetzen hier. 3000 Zuschauer. Ja. Ich glaube, das setzen wir mal alles ein bisschen hoch. Auf 18 hier bei ausverkauft. Fast volles Stadion gibt dann auf 15. So ein bisschen kleinen Sprung. Gut besucht. Da gehen wir dann auf 12. Wenig besucht. Ich würde sagen 9. Ne, müssen wir gar nicht so hoch machen. 7, glaube ich, ist ganz okay. Also hier machen wir dann 4 und bei fast leeres Stadion 2, das passt. Mal schauen. So, ein bisschen was, glaube ich, reden können wir noch. So, Mirallas. Muss ich mal flanken? Ne, ich glaube, der kann gut flanken, oder? Mal gucken. Naja, gut, passt. Also das läuft, das muss er ja machen. Wenn er rechts Mittelfeld spielt, muss er natürlich flanken können. So, Oviedo. Ja, musst dich beim Kopfball verbessern. So, die paar News können wir noch gucken. Ja, die beiden Dinger können wir vergessen. Und, ja. Gucken wir mal kurz hier rein. Coleman muss natürlich dann raus. Ich setze mal Mark Ross da rein. Dann natürlich Mirallas auf die Seite. So. Gucken, was haben wir denn so eine Mannschaft? Da müssen natürlich die beiden Jungs raus hier. Gehen wir weiter. Jetzt wartet dann ja das Capital One Cup Spiel. Dritte Runde. Das ist, glaube ich, wieder relativ am Anfang der Woche. Notnagel wird ausgeliehen. 600.000 Laie. Ist natürlich relativ viel für ein halbes Jahr. Aber zumindest haben wir jetzt mal die Möglichkeit zu gucken, was macht der in England. Ach nee, das ist so ein bisschen knapp. Also wir haben dann Donnerstag Spiel und dann Samstag schon wieder gegen West Brom. So, West Ham ist an irgendwem interessiert. Mal gucken, an wem. So, 15 Jahre alt, Ryan Owen. 48er Stärke, 15 ist der. 2,5 Talentsterne. Temperamentvoller Typ. Ich kenne mich da noch nicht so aus. Also ich denke mal, die nehmen nicht mit. Naismith ist verletzt, 2 Wochen. Mark Ross ist stärker. Genau, die sind an Lukaku interessiert. West Ham, schade. Zweite Mannschaft. Die ist natürlich sehr groß, wie ihr seht. Und da müssen wir auf jeden Fall im Winter mal gucken, dass wir das ausmisten. Da müssen wir einen Mentor anpassen hier. Michael Bullock. Haben wir da überhaupt noch einen? Ich würde es fast bezweifeln. Ja, bei der Schnelligkeit. Ne, da haben wir keinen mehr. Muss er selber dann durch. Ach, das ist doch alles sehr schwach, was wir hier haben in der A-Jugend. So, er braucht auch einen neuen. Onua ist dann nicht mehr gut genug, aber das sieht auch wieder sehr knapp aus. Wir haben unten noch 2 Stück. Daniel Wass kann das übernehmen. So, mal gucken, ist hier noch irgendwo ein Talent? Ja, da haben wir auf jeden Fall, die B-Jugend ist gut bestückt. Also es sind 21 Spieler, das passt. A-Jugend ist ein bisschen zu groß. Deswegen können wir hier unten mal anfangen, die Jungs nach Hause zu schicken, die wirklich komplett schwach sind. Zum Beispiel er hier. Das ist ja eine Katastrophe. Also diese 1,5 Talentsterne, was willst du mit so einem? Also auch hier, kann da weg, eindeutig. Linkes Mittelfeld haben wir oben noch einen sitzen, dann kann er auch gehen. So, Kolo Touré. Er heißt wie der Abwehrspieler, ehemaliger Abwehrspieler von Arsenal, ich weiß gar nicht, wo er jetzt spielt, wahrscheinlich auch bei City, noch, wenn er noch da ist. So, das sieht schon besser aus. Jetzt haben wir ja auch hier 21 Spieler. Das ist schon in Ordnung. So, Schrittchen noch vor. Die 2 Tage, die wir noch haben. So,
So, wir haben anscheinend wieder einen Jugendspieler entdeckt. Oder war das noch von eben? So. Im St. Mary's spielen wir jetzt. Beim letztjährigen Premier League-Listen, die dann abgestiegen sind. Gylfi Sigurdsson geht hier absolut durch die Decke. Können wir gerade im Kalender nochmal gucken hier, was wir hier vielleicht noch machen können. Vielleicht mal hier noch am Mittwoch Tag der Jugend einstreuen. So, da haben wir wieder eine Nationalmannschaft. Ich denke mal, das wird dann auch mit Österreich wieder ein Testspiel sein. Das habe ich, glaube ich, schon verplant. Da müssen wir dann schauen. Oder sind es Qualifikationsspiele? Kann auch sein. Da ist wieder Carling Cup, vierte Runde. Ne, Carling Cup hieß früher, ne? Capital One Cup heißt es ja jetzt. So, ja. Das ist ganz gut, dass wir danach nicht so ein knochenhartes Spiel haben. Nach diesem Pokalspiel hier. Ja, gucken wir News und dann schauen wir natürlich nochmal rein, was wir mit der Mannschaft machen. So, was trainiert der? Freistöße. Ja, das sagt er mir jedes Mal. Ja, das ist gut, das können wir eigentlich auch fast rausnehmen. Also Ecken hat er auch drin, das können wir mal drin lassen. Das kommt ja öfters vor, dass du mit Ecken agieren musst. Wir könnten den auf offensives Mittelfeld nochmal so ein bisschen schrauben. Ganz einfach deswegen, falls wir eine Systemumstellung planen, dass wir da auf jeden Fall einen Spieler haben, der das machen kann. Und der dann nicht ins kalte Wasser geschmissen werden muss. So. Ja, natürlich musst du das da vorne so laufen lassen. Die sind natürlich alle ein bisschen angeschlagen jetzt, was die Frische angeht. Obiang, da könnte ich Barkley von Beginn bringen, das machen wir auch. Miralas muss spielen, also ist es ja leider der weggebrochen, der eigentlich da spielt mit Seamus Coleman. Und ansonsten glaube ich auch nicht, dass wir da noch einen haben. Ich guck mal gerade nach. Ihr seht schon, das, da könnte Sigurdsson spielen. Aber der ist natürlich komplett verschenkt. Er ist ja gerade, vor allem die letzten Spiele hat er gezeigt, wie gefährlich er da vorne eben ist. Er muss ja spielen. Wir müssen mal gucken, dann vielleicht, je nachdem, wenn das Spiel schon entschieden sein sollte, dann Mark Ross einwechseln. Der hätte sich's verdient. Ansonsten sieht das von der Frische sehr gut aus. Das heißt, wir können die erste Mannschaft durchlaufen lassen. So, gucken in die Taktik natürlich rein. Hier ist jemand ein bisschen runter. Nicht ganz am Anfang so volle Pulle laufen. Muss man ja nicht gegen den Zweitligisten, auch wenn wir die nicht unterschätzen dürfen. Che Rodriguez, Stärke 74, Torriecher von 83. Der ist nicht schlecht. Also der muss hier absolut die Sonderbewachung haben. Und daneben haben wir noch Billy Sharp. Darren Gibson im Mittelfeld, unser ja vor kurzem verkaufter Spieler. Das ist schon keine schlechte Mannschaft. Das für Zweitliga-Verhältnisse sind die absolut top. Also hier die beiden Top-Spieler, Rodriguez und Ruben Pardo. Ja, auch nicht schlecht. Nur 23, 76er zentraler Mittelfeldspieler. Aber da haben wir ja auch mit Barkley. Das ist ungefähr dasselbe. Er ist sogar noch ein Jahr jünger als der gute Pardo. Naja, ich werde natürlich ein bisschen was noch hier an Kohle draufkloppen. Das wird die da ein bisschen anspornen. So, hab die Null gesucht. Da ist sie. So, Pressing, das sieht alles sehr gut aus. Absatzfalle spielen wir natürlich auch. Und nicht vorsichtig, das ist schön zu sehen. Wir können ruhig ein bisschen, ja, gegen den Zweitligisten, glaube ich, ein bisschen mehr sogar noch aufbieten. Ja, und dann schauen wir mal, würde ich sagen, Leute. Ich freue mich drauf, mal wieder ein 3D-Spiel. Pokal gegen Southampton. Mal gucken, ob wir da weiterkommen. Schaffen wir die vierte Runde? Ja oder nein? Bis gleich.